Wir unterbrechen das Programm für Breaking News auf OE24TV. Bei uns im Studio auch unsere Politinsiderin Isabel Daniel, die Platz genommen hat bei uns, weil es gibt Neuigkeiten aus Niederösterreich. Der Spitzenkandidat der Landtagswahl, der FPÖ Niederösterreich, Udo Landbauer, tritt jetzt von allen Funktionen zurück. Man kann von einem Knalleffekt in der FPÖ sprechen, oder? Ja, also das ist für österreichische Verhältnisse ein echter Paukenschlag. Wir wissen, seit diese Affäre vor rund 10 Tagen aufgedeckt wurde, diese Nazi-Liederbuch-Affäre der Burschenschaft vom Udo Landbauer, gab es ja ein ziemliches Lavieren, aber seit heute steht es fest. Udo Landbauer legt alle politischen Funktionen zurück. Also er zieht sich auch als Stadtrat, der bislang war, zurück. Er wird nicht Clubchef, er wird nicht einmal Landtagsabgeordneter. Er hat auch seine FPÖ-Mitgliedschaft ruhend gestellt und sich jetzt in den Urlaub verabschiedet. Also wie du gesagt hast, ein richtiger Paukenschlag. War das zu erwarten? Wie ist es jetzt wirklich dazu gekommen, zu diesem extremen Schritt? Also ich habe den ganzen Vormittag auch mit ÖVP-Lern geredet und da wurde das nicht erwartet. Es wurde damit gerechnet, dass er doch nicht Clubchef werden wird, also dass das der Heinz-Christian Strache durchsetzen würde, aber dass er als Landtagsabgeordneter und Stadtrat übrig bleibt. Deswegen ist jetzt die Überraschung dementsprechend groß. Es gibt 2 Erzählungen zu dieser Sache. Die FPÖ in Niederösterreich berichtet, Udo Landbauer sei heute in der Früh zu den Blauen in Niederösterreich gekommen und habe gesagt, er halte den Druck nicht mehr aus. Wir wissen, es gibt ja Ermittlungen gegen 4 Burschenschafter seiner Burschenschaft. Es gab eine riesen nationale, aber auch internationale Aufregung. Es ging immerhin um ein Lied, wo Holocaust-Opfer gehöhnt wurden, wo die 7. Million wird noch vergast gesungen wurde und dass er von sich aus eben hingeschmissen hätte. Die 2. Variante, die in der FPÖ und teilweise in der ÖVP kursiert ist, dass der Heinz-Christian Strach Druck auf ihn ausgeübt habe und gesagt habe, er stehe zwar zu ihm, aber er müsse die politische Verantwortung auf sich nehmen und die Funktionen zurücklegen. Das hat Heinz-Christian Strache gestern noch gesagt nach dem Ministerrat, dass das quasi Sache der Landespartei ist. Genau. Aber Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, hat da schon klare Stellung bezogen. Inwiefern hat denn da vielleicht sogar Kurz Strache etwas in die Pflicht genommen und gesagt, du musst da jetzt handeln und was machen? Also der Kurz hat ganz bestimmt den Strache bei allem, was Antisemitismus angeht, was überhaupt Anstreifen mit irgendwas, was mit dem NS-Verbrecherregime zu tun hatte, stark in die Pflicht genommen. Also man kann schon davon ausgehen, dass er da auch eine große Rolle dabei gespielt hat, dass der Heinz-Christian Strache beim Akademikerball, beim Burschenschafterball und in der Öffentlichkeit gesagt hat, in der FPÖ und bei diesem Ball soll es keine Antisemiten geben und wem das nicht passt, der soll aufstehen und gehen. Da hat der Sebastian Kurz sicher eine große Rolle gespielt. Ich glaube nicht, dass er beim totalen Rückzug so eine große Rolle gespielt hat, weil ich glaube, dass die ÖVP tatsächlich gedacht hat, das könne der Strache einfach nicht durchbringen. Und das hätten wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von uns gedacht, dass es schon ein Fortschritt sei, auch wenn wir alle der Meinung waren, er muss zurücktreten, weil es eben so etwas politische Verantwortung gibt, aber dass es schon ein Fortschritt sei, wenn er nicht Clubchef werden würde. Also da hat sich schon eine FPÖ-interne Dynamik aufgebaut und offenbar wollte der Heinz-Christian Strache zeigen, dass er nicht nur mit Worten agiert, sondern auch Taten folgen lässt. Durchaus ein starkes Zeichen, sagen wir jetzt mal, in die richtige Richtung. Wie genau ist jetzt dieser Rücktritt publik gemacht worden und dürfen wir uns dann auch eine Pressekonferenz, ein Statement erwarten? Nein, also er hat eine Stellungnahme herausgelassen. Er dürfte tatsächlich sehr getroffen sein, weil er immerhin auch die Mitgliedschaft bei der FPÖ ruhend gestellt hat. Also er hat eine schriftliche Stellungnahme herausgelassen und dann wirklich gleich verkündet, ab jetzt ist er auf Urlaub. Okay. Kommt das aber vielleicht sogar einem Rauswurf gleich? So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, es war ein starker parteiinterner Druck. Und er hat es eben jetzt so quittiert, dass er auch die Mitgliedschaft ruhend gestellt hat. Wie geht es weiter jetzt mit der FPÖ Niederösterreich? Wer folgt Landbauer nach? Also der, den wir alle schon berichtet haben, der Herr Waldhäusl wird Landesrat werden. Ich glaube, den Rest organisieren sie jetzt noch innerhalb der niederösterreichischen FPÖ. Und ich glaube,
dass es da durchaus Divergenzen zwischen der Bundes-FPÖ und der niederösterreichischen FPÖ gegeben hat, weil die niederösterreichische FPÖ ist schon stärker hinterm Landbauer gestanden, auch in den öffentlichen Stellungnahmen, als es die Bundes-FPÖ getan hatte. Inwiefern hat das vielleicht jetzt Auswirkungen auch auf die Bundespartei oder siehst du da keinen irgendwie direkten Zusammenhang? Also für den Heinz-Christian Strache ist das einmal natürlich ein Erfolg, weil er eben am Freitag gesagt hat, keine Antisemiten und wir wollen mit all diesen Sachen nichts zu tun haben. Und er kann damit sagen, seht her, bei uns gibt es sehr wohl Konsequenzen. Natürlich, wir haben auch heute in der Tageszeitung Österreich groß über die Welt der Burschenschafter berichtet. Es gibt da einige Zeitbomben. Ich glaube, das ist auch allen handelnden Akteuren in der FPÖ und in der ÖVP klar. Es gibt im Parlament 39% der FPÖ-Abgeordneten sind schlagenden Burschenschaften. In sämtlichen Kabinetten von blauen Ministern sitzen an den Schalthebeln, also wirklich als Kabinettschefs, als Generalsekretäre, als Kommunikationschefs. Lauter schlagende Burschenschafter. Jetzt wollen wir nicht alle schlagenden Burschenschafter in einen Topf werfen, aber der Großteil von ihnen sind nun mal Vertreter von wirklich deutschnationalen Burschenschaftern. Also da wird natürlich der Heinz-Christian Strache sehr sensibel umgehen müssen. Und es wird halt immer davon abhängen, wie reagiert er auf solche Fälle, wenn sowas passiert. In dem Fall ist richtig reagiert worden. Aber das heißt, du glaubst, das ist der erste von vielen Fällen, der noch auf uns zukommen wird? Also glauben, es ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering, dass das nicht der letzte Fall gewesen sein wird. Diese Historikerkommission, die jetzt eingesetzt werden soll, ab wann soll die agieren? Wer wird dieser angehören und wie wird da diese Arbeit genau ausschauen? Also das ist noch sehr rudimentär. Ich habe mit dem Heinz-Christian Strache auch darüber geredet, ein Interview geführt. Er hat mir gesagt, also er will das auf jeden Fall machen, diese Historikerkommission. Er hat jetzt noch nicht mit konkreten Historikern geredet, aber es ist ihm klar, dass es ein Mix sein muss. Also er will einerseits Historiker, die dem dritten Lager, also dem freiheitlichen Lager angehören, aber er will auch, wie er es genannt hat, neutrale Historiker mit Renommee dazu holen. Wer die Personen konkret sind, weiß er, glaube ich, selber noch nicht. Und wann diese Historikerkommission tagen soll, ist noch offen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ja auch der Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, gestern gesagt hat, das hält er für sehr wichtig, dass das passiert. Also ich glaube, da ist jetzt schon eine Dynamik im Gange, dass das jetzt nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird, sondern in den nächsten Wochen dann tatsächlich Gestalt annehmen soll. Ist jetzt natürlich alles gerade erst passiert, aber gibt es schon Stimmen aus der Politik, zum Beispiel vom Bundespräsidenten oder sämtliche Stimmen aus eben der Innenpolitik, die sich zum Rücktritt von Landbauer geäußert haben? Nein, weil das sind ja jetzt wirkliche Breaking News. Also wir berichten es ja, es ist ein ongoing Prozess, also ein fortlaufender Prozess, was man sagen kann, im Vorfeld hat ja der Bundespräsident ganz klar, also Alexander Van der Bellen, gesagt, er ist der Meinung, der Udo Landbauer muss zurücktreten. Es sind die Oppositionsparteien rausgegangen und haben gesagt, er müsse zurücktreten. Also im Vorfeld gab es da schon sehr, sehr viele Stimmen. Es gab Künstlerinitiativen, also über 100 Künstler haben sich dafür ausgesprochen, Wissenschaftler, über 100 Wissenschaftler. Also es war schon auch ein Druck der zivilen Gesellschaft jenseits der Politik da, dass man diesmal nicht zuschaut, sondern wirklich harte Konsequenzen zieht. Dankeschön, Isabel, fürs Erste. Ab 15 Uhr haben wir eine Sondersendung auf OE24TV zum Rücktritt von Udo Landbauer. Machen jetzt eine Stunde Mediashop und dann sind wir für Sie wieder retour. Bleiben Sie dran.